Schaut euch eure jungen Leute an, wie sie kämpfen. Schaut, wie eure Frauen weinen. Schaut euch eure jungen Leute an, wie sie sterben, so wie sie es immer getan haben. Schaut euch den Hass an, den wir ausbrüten. Schaut euch die Angst an, die wir füttern. Schaut euch die Leben an, die wir führen, so wie wir es immer getan haben. Mir sind die Hände gebunden, die Milliarden werden hin und her verschoben, beziehungsweise die Massen schwanken hin und her, und die Kriege gehen weiter mit gehirngewaschenem Stolz für die Liebe von Gott und für unsere Menschenrechte, und all diese Dinge werden weggefegt von blutigen Händen, die die Zeit nicht leugnen kann, und werden weggeschwemmt von eurem Völkermord, und die Geschichte versteckt die Lügen unserer zivilen Kriege. Hast du ein schwarzes Armband getragen, als sie den Mann erschossen haben, der sagte, dass es für immer Frieden geben könnte? Und in meinen ersten Erinnerungen haben sie Kennedy erschossen. Da wurde ich taub, als ich lernte zu sehen. So hat mich Vietnam nie groß gereizt. Wir haben da diese Gedenkstätte in Washington DC, die uns alle daran erinnert, dass du der Freiheit nicht vertrauen kannst, wenn du sie nicht in den eigenen Händen hast, wenn alle für ihr gelobtes Land kämpfen. Und ich brauche euren zivilen Krieg nicht. Er füttert die Reichen und begräbt die Armen. Machthungrig verkauft ihr Soldaten wie in einem Lebensmittelladen für menschliches Gemüse, alles schön frisch. Ich brauche euren zivilen Krieg nicht. Nein, nein, nein. Schaut euch die Stiefel an, die ihr ausfüllt. Schaut euch das Blut an, das ihr vergießt. Schaut euch die Welt an, die wir töten, so wie wir es immer getan haben. Schaut euch die Zweifel an, in denen wir uns gesuhlt haben. Schaut euch die politischen Führer an, denen wir gefolgt sind. Schaut euch die Lügen an, die wir geschluckt haben. Und ich will davon nichts mehr hören. Mir sind die Hände gebunden. Alles, was ich gesehen habe, hat meine Auffassung geändert. Aber die Kriege gehen immer weiter, so wie die Jahre vergehen, mit keinerlei Liebe von Gott oder irgendwelchen Menschenrechten, und alle diese Ideen werden weggespült von den blutigen Händen, von den Hypnotisierten, die das Kreuz des Tötens tragen, und die Geschichte trägt die Narben unserer zivilen Kriege. Was ist überhaupt Zivilisiertes dran am Krieg?